Moin Moin und hallo. Heute soll es mal um das Fußgängerschutzsystem an eurem Audi A3 oder S3 Sportback gehen. Sehr interessantes Ding. Wenn euer Fahrzeug mit einem Fußgängerschutzsystem ausgerastet ist oder gerüstet ist, das erkennt ihr daran, dass hier am Scharnier, also ihr habt zwei Scharniere an eurer Motorhaube und hier drunter seht ihr eine kleine Sprengladung. So eine süße pyrotechnischen Aktuator. Wofür ist der? Der ist dafür da, dass wenn ein Passagier, der nicht bei euch drinnen sitzt, sondern vorne, hier gegenknallen sollte, weil zum Beispiel ein Fahrradfahrer ihr erfassen solltet, wenn der vorne gegenknallt, merken das die Sensoren und dann wird eine kleine Sprengladung an beiden Seiten gezündet und die Motorhaube wird so nach oben gesetzt. Dadurch entsteht eine Federwirkung, die dann den Körper, der hier drauf knallen wird, etwas abfedert. Das ist gut, weil das kann das Leben des Menschen, der vorne erfasst wird, retten. Wenn dem so ist und eure Motorhaube nach oben gewölbt ist hier, nicht durch den Aufprall, sondern durch den Mechanismus, könnt ihr den wieder temporär zurückdrücken. Da drückt ihr mit beiden Händen auf diese Stelle hier, wo meine Hände gerade sind, nach unten fest rein und rastet es so wieder zurück. Natürlich, wenn die einmal ausgelöst sind, müsst ihr die besagten Dämpfer, Explosionsfreunde, austauschen und danach kann das Fahrzeug wieder weiter. Weil manchmal kommt es vor, dass wenn ihr hier vorne gegen einen Poller fahrt, dass dann dieses System auslöst. Das merkt ihr daran, dass nicht hier vorne dann hochgeht, sondern hinten die besagte Front etwas angehoben wird. Das ist Sicherheit sehr sinnvoll. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.